Okay, hier kommst du, das war ja lustig. Durch. Ich weiß, was du kannst. Aber ich will keine Risiken eingehen. Also Kopf runter. Ey, okay. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hängen bleibe, hört auf mit Sprinten. What the fuck? Das war seltsam. Und dann ist alles vorbei. Keine Phantom Lip. Jetzt muss ich mal schauen. Wenn ich jetzt die Präsidentin rette und es geht genauso weiter, dass dann das Gebiet einfach nur neue Missionssachen für mich bereithält. Hielt es dir? Was denn? In einer echten Nacht. Okay, den habe ich runtergeprügelt. Ein. Kletter das Gerüst hoch. Welches Gerüst? Das. Okay. Map gucken. Map gucken. Schnellfeuerpistole. Okay, hier, hallo. Pam, 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 pam. Gorilla-Arme zieht mich nach oben. Hier ist Johnny. Hansons Leute sind da. Sieht so aus, als sollen die hier aufräumen. Wie viele seid ihr da unten? Es waren 11 an Bord. Inklusive mir und Rosalind. Keine Ahnung, wie viele noch leben. Irgendwie muss ich doch... Warte, ich hab's! Der Kranarm klettert drauf, ich kann ihn hochfahren. Es muss jetzt schnell gehen. Es geht schnell! Über's Dach, dann geradeaus zum Wrack. Mach schneller. Nee. So. Jetzt muss ich aber immer wieder rein. Das ist halt das Dumme. Jetzt muss ich rein, muss das Ding ändern. Meine Splittergranate nutzen. Charakter gehen. Oh, shit. Und eins und zwei. Oh ja. Erdbeben. Um kraftfrei auf den Boden zu springen. Ja, machen wir gleich. Ha! Das hat nicht geklappt. Granate? Nein, schön. Das explodiert. Pass auf, wir kriegen gleich Verstärkung. Immer schießt ihr Lappen. Nee. Inventar, nee. Charakter, ja. bei Angriffen mit stumpfen Waffen. Mit stumpfen Waffen. Ach, erst ab Level 3. Schade. Na gut, dann. Knockdown nehme ich mit. Gegnerische Panzerung bei schweren Angriffen. Kraftvoll auf den Boden zu springen, wodurch Gegner in der Nähe Schaden erleiden, das Gleichgewicht verlieren und eventuell zu Boden geworfen werden. Eventuell. Okay, brauche ich erst. Wieso? Zurücksetzen? Ach, weil ich im Kampf bin, oder was? Gut, dann gibt's halt. Alle Waffen aufs Ziel richten! Oh. Ja, sie füllen sich automatisch auf. Das ist ja krass. Macht ihn kalt! Okay, Gesundheit wäre nicht schlecht. B. Scannen. Da hinten sind noch Leute. Neutralisiert die Bedrohung! Du nimmst schon die Worte aus dem Mund.
Verbesserungssplitter, Cyberwehrkapazität erhöht. Looten! Einfach alles mitnehmen. Scheiß da drauf. Es muss schnell gehen. Nicht, dass die Präsidentin wieder stört, weil sie nichts kann. Techie, 6. Okay. Fertigkeiten öffnen. Das sind dann die hier. Okay. Und dann kriege ich immer einzelne Boni aller 5er Stufen. Alright. Gut zu wissen, gut zu wissen. Greift das Ziel an! Huhu! Jetzt! Stürzt euch auf ihn! Knockback. Ich finde das lustig. Mal gucken, ob es das gibt. Gab es das nicht? So einen Typen nehmen, als Schutz auf sie zurennen, gegen die Leute schmeißen. Das explodiert gleich. Knockdown. Und Knockdown. Lalala. Okay. Hallo. Und Granate. Habe ich sie getroffen? War das mein Verdienst? Oh, bin ich froh, wenn ich endlich... Wenn ich endlich eine... Sniper habe. Komm schon, komm schon. Ach, dann kann ich den shoppen aus dem Block. Kann ich ihn schubsen? Blocken, schubsen. Weiter zum Wrack. Und pass auf wen du schießt. Da sind auch NUSA-Agenten. Ja, dann sollen sie abhauen, wenn der Mann für das Probe kommt. Kann ich. Da ist ja toll. Ellbogen ins Gesicht. In Position. Boah, den Schädel eingeschlagen. Gesundheit baut sich langsam auf. Das ist der Vorteil. Ich würde mir noch mehr so einen Sprungangriff wünschen. Get fisty. Und ich weiß nicht, ob die Sachen, die jetzt unter N zu finden sind, sich aufleveln, sobald ich sie nutze. Ich glaube, sowas im Kopf zu haben. Ich kann es euch aber gerade nicht genau sagen, ob es wirklich so ist. Aber egal, es macht Fun wie Sau. Kauft euch das Ding. Cyberpunk ist endlich, was es hätte sein sollen. Das ist sehr befriedigend. Und Munition, 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 Munition. Alles mitnehmen, alles was geht. Wenn wir es nicht mehr brauchen, wird es verkauft. Schaltet noch einen Gang höher. Ich weiß nicht mal, wer Gegner ist. Auf der da hin. Bleib mal ruhig, Kollege. Ja, falsch geworfen. Umzingelt ihn! Ach, ihr seid alles Feinde. Na dann, kommt mal her. Oh, ich kann im Sprintmodus, kann ich sogar die Richtung wechseln. So kann ich auch schnell wieder weg. Das ist gut. So kann ich, brauche ich gar nicht den Sturmangriff unbedingt. So kann ich einfach blocken und hinsprinten. Ja. Hau ab! Ja. Schnell! Hau ab! So, du lebst noch und du kriegst den letzten Schuss. Oh, das war gut. Okay, alles meins, alles meins, alles meins. Gib mir mein Loot.
Von meiner herausragenden Leistung. Und das langsame Verstehen des Spiels. Scan, falls ich Loot vergessen habe. Holy shit, holy shit, holy shit. Ist das Spiel gut geworden, Leute? Glaubt es nicht? Aber glaubt mir. Ist das? Ja. Na los, rein. Der Tank ist isoliert. Der explodiert nicht. Kannst du was sehen? Ein großes, kaputtes Flugzeug. Gibt's Überlebende? Zumindest kein Begrüßungskomitee. Verdammt. Sind wir zu spät? Wer weiß. Ist still hier drin. Totenstill. Okay, aber ich brauche trotzdem Gewissheit, ob sie tot ist. Im hinteren Teil sollte es einen Sicherheitsraum geben. Ich schließe die Tür auf. Auch hier im Scan konnte ich nicht looten? Ernsthaft? Okay, der ist Matsch. Aber sowas von. Raff ich nicht. Raff ich nicht. Mach mal auf. Oh, was soll die Scheiße? Loslassen! Wenn ich's tue, beruhigst du dich dann? Kommt drauf an, wer du bist! Sunbird schickt mich. Rosalind Myers, vor dir steht die Lösung deiner aktuellen Notlage. Ich heiße V. Klingt zwar kitschig, aber das ist gerade mein Lieblingsbuchstabe. Tut mir leid. Ich musste sicher sein, dass du es bist. Okay, aber jetzt los, bevor... Holy shit. Oh, Scheißdreck. Verdammt, die lassen nicht nach. Bleib doch hier, du dumme Pute, ey. Nachricht lesen, jetzt. Tagesordnung brechen des Wahlkampfs, dieses Protokoll, ja, alter Schwede. Erstmal muss ich mein wohlverdienten Loot holen. Werfen ihn. Positionen halten! Ah, wie auch kommt, wenn man nach hinten schnellt. Ja, da geh in Deckung. Ich verstehe es nicht. Du solltest die Klappe halten. Okay. Mehr Gegner! Das macht so viel Fun, die Granate abzuballern. Nicht halten. Die kriegen mich nicht! Ja. Das Ding knallt gleich! Shit. Frau Präsidentin? Die kriegen mich
shit, shit. Wie? Ich brauche dich hier noch. Nito, wie wär's, wenn du in Deckung gehst? Den treffe ich da nicht. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Komm mal. Was ist das? Ja, zu spät. Alle tot. Songbird, bist du da? Wie? Gib mir einen Status. Wir beide sind noch am Leben. Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Kress, schon klar. Ich bin nicht senil. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Feuerwaffe, Schrotflinte. Reichweite 25. Ah, du kriegst eine Auch eine Tech-Pistole? Powerpistole. Das sind dann also Powerwaffen. Okay, verstehe. Präzisionsgewehr. Na, Logen. Und die Mods gibt es keine weiteren. Okay. Präzisionsgewehr. Maximale Reichweite. Schon mal gut. Der Revolver ist mir ein bisschen langsam. Kann ich eh nicht entfernen. Ist eh da drin. Tech-Pistole hatte 27. Und du hast Reichweite 26. Okay. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Das ist eine tragbare Waffe, wie es aussieht. Die ich einfach noch wegschmeiße. Ja. Dann nehme ich sie doch mal mit. Wenn ich sie noch brauche. Frau Präsidentin, gute Arbeit. Erinnert mich irgendwie an Independence Day. Hab Songbird dran. Ihr geht's gut. Und sie hat für uns ein Safehouse gefunden. Songbird. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hattet irres Glück. Oh. Vielleicht dank dir. Ich glaube, Computerspielentwickler müssen sich langsam mal Gedanken machen. Ich meine, bei den Controllern geht's doch auch. Wie mache ich PC-Steuerung, gerade für Shooter, in solchen Games, RPG-technisch, wieder attraktiv, mit so wenig Tastenkombination? Das ist ja toll. Dann gehe ich halt hier hoch, wenn das geht. Aua, aua, aua. Okay, das geht nicht. Ja, das geht. Wow, wie kriege ich dann die Waffe? Also echt. Uff. Oh, gut. Dann musst du aber dringend auf die 1. Was für ein verfickter Albtraum. Meine Leute sind tot. Alle. Wegen mir. Naja, eher wegen deinem Posten, oder? Muss ich zusammenreißen? Albtraum, genau. Dann wach auf. Muss noch rausfinden, ob das Granatenabschießen in der Luft automatisch funktioniert.
ahnst ja nicht, welches Ausmaß das hat. Wir wurden gehackt. Also hatte Hansen Hilfe. Aus Washington. Die NUSA-Regierung weiß zweifellos von dem Absturz. Die haben die Landung in Doctown über die Satelliten verfolgt. Es sei denn... Es sei denn, die Sache ist noch viel komplizierter. Hansen verbreitet garantiert schon seine Propaganda. Da bin ich mir sicher. Kommst du? Oder wollen wir hier nicht weg? Sprich mit Myers. Das sind solche Sachen. Wieso bleibst du stehen? Ich kann niemandem trauen. Ist mir scheißegal. Ich komm jetzt mit. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Reiß dich zusammen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Aber ich weiß, dass Durchdrehen jetzt nichts bringt. Reiß dich zusammen. Nur so überlebst du. Ich fürchte, ich bin mir nicht sicher, ob das genügen wird. Probieren wir es trotzdem. Wir halten uns an den Plan. Danach sehen wir weiter. Warte mal. Verdammt! Wenn Hansen jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Okay, schneide deinen Ordnungssender raus. Ich habe einen subdermalen Tracker. Der muss sofort raus. Er steckt direkt neben einer Arterie. Ich brauche deine Hilfe. Perfekt. Das genau dahin zu setzen. Also, Leute. Hoffentlich weißt du, was du da tust. Ohne den Tracker bist du auf dich gestellt. Nun, jetzt bist du ja da. Schneiden, das geht gleich off. Das geht gleich offline. Zähne zusammenbeißen, schneiden, das ist wie... Denk an deine Feinde. Ich finde, nomadisch schneiden. Hilf mir mal. Fast wie ein Initiationsritus. Als würdest du Teil des Clans werden. Des Clans? Das sieht nicht ganz gut aus. Schöner Karrierewechsel bei dir. Moment, ist das... Drohne? Willst du mich verarschen? Was ist das? Dich. Das ist doch lächerlich. Das ist so lustig. Während ich hier mit meinem Gorilla-Arm Metallfingern in der Wunde rumstochere, hält sie fest und sagt, nee, warte. Du bist gerade direkt neben der Arterie. Lustig. Wie? Ich bin da. Hat sie gerade getiebeckt? Alles noch dran? Vorerst. Ob so bleibt, ist eine andere Frage. Ihr müsst ganz nach oben. Ich melde mich später. Ich hab Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Geh vor. Ist schließlich deine Stadt. Oh ja. Kölz Köter sind euch auf der Ferse. Beeilt euch. Los jetzt, gib Gas. Und Scan, Loot mitnehmen. Ich glaube, ich muss hier gar nicht scannen, oder? Frag unseren Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Der Aufzug ist das Runner-Magie-Song. Bin schon dran. Sorry, Vi. Meine Magie reicht hier nicht. Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Okay, ich warte so lange hier. Und du willst mir jetzt erzählen? Wenn ich den ersten Durchlauf, weil ich nicht rechtzeitig da war, hätte als normaler Storywriter genommen, hätte ich all das nicht erlebt? Und dann ist die große Frage, wäre das neue Gebiet einfach nur als neue Questgebergebiet da und das wäre alles obsolet oder was? Da hätte mir eine Anzeige gefehlt. Du bist gescheitert, das und das passiert jetzt. Er fährt wieder. Kret? Subitubi? Hier war ich, da bin ich rein. Wieso kann ich hier runter? Weil es da was gibt. Kann ich hier hacken? Auch die Loothöhe manchmal kommt einem komisch vor, ne? Dass du... Oh, da liegt was auf dem Boden. Oh, ich muss mich ducken. Als ob wie... Genau 2 Zentimeter zu groß wäre, um im Stehen von dem Boden zu looten. Was ist denn hier wieder los? Keine Gegner. Öffnen. Schönen guten Tag. Okay. Und ich habe das vorher nicht gesehen. Das hier.
Okay, hat das hier... Gibt's hier Loot? Gibt's hier irgendwas Tolles? Gibt's hier... Ist das einfach nur ein sinnloser zweiter Weg? Okay, das mit den sinnlosen zwei Wegen haben sie drauf. Das fällt mir aber gerade auch direkt ziemlich stark auf. Das mit dem... Ja, das hatten wir schon mal. Dass die Technik... Meinst du, das klappt? Nichts gebracht. Was, wenn wir stecken bleiben? Das finden wir gleich raus. Dann? Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Ach, überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Sieht schon gut aus. So ein bisschen schnell ungemütlich. Batman Returns. Ein guter Grund, gleich weiterzugehen. Das dachte ich mir. Ich auch. Atme tief durch und seid leise. Warte. Drohne, links von dir. Ach, der Scheinwerfer war nicht offensichtlich. Ferngesteuert. Wenn ich eingreife, verrate ich, wo ihr seid. Das wollen wir ja nicht. Im Restaurant ist ein Subnet-Zugangspunkt. Wenn du dich verlinkst, kann ich da feindliche Signale fälschen. Die werden die Drohnen ablenken. Machbar. Wir sollten uns an denen vorbeischleichen. Ach, das ist eine Verstecktruhe. Okay, wisst ihr was? Ich glaube... Hält wirklich nicht lange, ne, der Tarnmodus. Ich wusste, dass es sich lohnt zu warten. Okay, da kann ich noch runter. Ich werde da nicht runterspringen. Denn da ist ja gleich das Schiffchen. Nee. Stehst du? Ich wollte gerade sagen, was stehst du denn auf, ey? Was? Nicht rein? Ja, lächerlich. Doch, komm ich. Wollte schon sagen, du siehst mich nicht. Alle Items gehören mir. Schallplatte. Schade. Okay.
Also wenn AI wirklich KI so dumm ist, dass du erst 50 Sekunden auf jemanden gucken musst, damit du feststellst, ob es ein Feind ist. Gute Nacht, Zukunft. Ja, natürlich. Ich hab eine Tarnung. Wollt ihr mich verarschen? Du stehst wohl auf Gefahr. Dumm von dir. Es geht nicht nur um dein Leben, Sie. Das ist eine Demütigung. Positionen halten! Oh, wie sie weggedasht werden. Achtung, wie! Die Seite, Leute! Und immer ins Gesicht. Ja. Lade nach! Deck mich! Die Lage ist halt außer Kontrolle! Ja! Waffen! Die ordnen uns gleich. Was wir erledigen sollen, keine Zeugen. Da ist noch jemand! Das ist fett. Okay. Sniper Time. Alles in Ordnung, wie? Also, das war echt lächerlich. Ist ja volle Bude am, What the fuck? Konzentrier dich! Ich lade nach! Brauche Deckung wie! Ja, und dann ist hier noch Feuer! Oh Gott, das will. Die kleine Pistole hat das riesige Schiff verballert. Ich habe die ganze Zeit nur Beschwerden gehört, also glaube nicht, dass du das wirklich denkst. So, looten. Nachrichten. Mit einem Punkt der Null gegangen. Alle Einheiten zur Erinnerung. Wir brauchen das Ziel lebendig. Okay, also. Zu viel Shit, du. Was soll dieses Zeichen? Oh, es gibt so viele komische Zeichen. Ich weiß es einfach nicht. Kommst du? Ich sehe hier mehrere Patrouillen, wie. Seid vorsichtig. Wir müssen uns an den Plan halten. Elizabeth Crest Street, das ist weiterhin euer Ziel. Okay, schleichen ist viel zu kurzweilig und dauert viel zu lange. Aber wie sieht es denn mal mit einer Aufklärungsgranate aus? Ihr müsst durch die alten Metrotunnel. Die Metrostation ist unter einer verlassenen Ausstellungshalle. Verstanden. Gib okay, das an Meyers. Sind anscheinend okay, keine Gegner? Damit wir alle Bescheid wissen. Songbird führt uns zu einem Metrotunnel. Wir müssen durch eine Ausstellungshalle. Ich weiß, welche sie meint. Gute Idee. Auf den Straßen werden wir viel zu leicht gefunden. Überall liegt Loot, ne? Das ist so der Nachteil von Open World Games. Bist nur am Hin und Her und hast Angst, was zu verpassen. Diese Drecksäcke geben nicht auf. Werd sie los, bevor es ins Parkhaus geht. What? Schon wieder fünf? Ihr umzingelt mich nicht! Rand! Das ist auch doof, dass du Granaten nicht on the fly wechseln kannst. Das ist schon ziemlich...
Blendgranate. Flankier ihn! Ich flankiere! Dann flankier mal! Es kommen immer mehr! Holy shit! Ich mach die alle platt! Komm an! Werd alle weggetackelt! Ein guter Football-Manier! Und Blendgranate! Also irgendwann wird es ja von euch niemanden mehr geben. Oder? Weiter, nicht nachlassen. So, jetzt gehe ich erstmal zurück und loote den Shit. Es kommen ja immer mehr. Also ich finde das lächerlich. Das ist schon ziemlich dumm. Bringt sie alle um. Kanalisation, komm mal mit. Kommt sie mit? Ich glaube, wir sind sie los. Noch haben wir aber keinen Grund zum Feiern. Holy shit. What the fuck? Die werden unendlich gespawnt oder was? Was ist das denn? Hä? Das ist mein Spielstil. Okay, ich renne jetzt einfach zum Ziel, weil offensichtlich... Sonst kann ich euch nicht ins Parkhaus lassen. Ich bin noch lange nicht erledigt. Offensichtlich macht es ja keinen Unterschied, was ich hier tue. Der einzige Unterschied ist, renne ich oder renne ich nicht. Okay, Drogenjunkies, Drogenjunkies. Okay, jetzt brauche ich kein Herz. Hui, Party. Meter. Ich bin hier. 175 Meter. Verstehe. Jetzt bin ich sozusagen über dem Gebiet. Lass uns in Deckung bleiben, okay? Naja. Ist sonst zu gefährlich. Aber hier sollten wir schnell rüber. Und nach unten. Sind hier noch Gegner? Ein Relic Point. Ich hoffe, ich habe das nicht schon irgendwie verpasst. Gib! Das ist ein verficktes Labyrinth. Und diese Drecksäcke hinter uns helfen auch nicht. Ein Ready-Punkt, so. Und ich brauche ja 3. Pro Power-Up. Ne, hier, nur 1. Schuhu. Ja, könnt ihr nochmal richtig pimpen. 3. Okay, also grundlegende Kerne kosten 3. Notfalltarnung. Okay, das ist für Schleicher. Schienendes Lernen. Das ist für Hacker. Aber... Brüller. Ah, oh, yes. Alt. So, jetzt müsste ich aber rein theoretisch Alt wieder... What the fuck? Der klippt durch! Das ist doch nicht euer Ernst. Schluck das! Nein, nein, nein!
Da klippt er einfach durch. Achtung, die wollen dich. Ja, kann ich noch nachvollziehen, aber... Warum überhaupt? Vorsicht, wie Scharfschütze! Ja. Ist halt alles so dunkel, ne? Das war eine gute Kombo. Komm ran. Ich will ja einfach nur weg, Mann. Psst, die finden uns. Die Zone hinter mir lassen. Noch eine Patrouille. Hinter mir. Will ich mich verarschen? Sag mal. Shit! Sofort sammeln! Sie alle auf! Zurückziehen und neu formieren! Komm her, versteck dich, meine Gute. Vorsicht, jemand schleicht hier rum. Ja, da ist er doch. Brauche Verstärkung! Da schießt jemand! Hätte schlimmer laufen können. Wir müssen weiter. Die haben uns gesehen. Wir dürfen nicht erfahren, wo ihr hingeht. Erledigt sie oder hängt sie ab. Mir egal. Wo sind sie unter Beschuss? Alles in Ordnung, wie? Also wie denn? Wie soll ich die denn ablenken? Oder ab, loswerden. Also, dass die mich von hinten überlaufen. Scheiße, die haben uns gesehen. Es ist doch nicht euer Ernst. Diese Drecksäcke geben nicht auf. Nee. Fährt sie los, bevor es ins Parkhaus geht. Es kommen immer wieder neue Idioten. Du kriegst die einfach nicht weg. Wir müssen weiter. Hallo? Gute Arbeit, wie? Boah, ist das ätzend. Super, wie? Bist du nicht in die Armee? Ich will meine Ruhe! Sind unter Beschuss! Dass du dich auch nicht duckst, du dumme Pute. Ja, hätte schlimmer laufen können. Wir müssen weiter. Strapazieren schon meine Nerven. Witz. Habt ihr hier alles zerbombt oder was? Hier? Ich bin zum ersten Mal hier. Mit mir genauso. Und ich komme nie wieder, wenn ich nicht muss. So, Gamma nochmal erhöht. Auf 0,9 bin ich jetzt. Oh ja. Wow, sieht aus wie eine Art Museum. Das Museum des Wunschdenkens, wo die Reichen mit unerfüllten Träumen gehandelt haben. Trödel doch nicht so. So still, dass man sein Chrom quietschen hört. Ein gutes Zeichen. Meinst du? Okidoki. Tür. Die ist zu. Die ist auch zu. Gibt's keinen anderen Weg? Oh nein, los ist Glas. Songbird, Problem. Fickst du die Tür auf? Moment. Ach, verdammt, das Schloss klemmt. Schade. Du müsst die selbst aufbekommen, wie... Krempel die Ärmel hoch. Nicht notwendig. 3, 2, 1. Okay. Ich hätte es auch allein geschafft. Die Knarre ist nice. Auf der anderen Seite des Raums. Hm.
Sieht nach einem von Hansons Warenlagern aus. Wir müssen zum Aufzug. Andere Seite des Raums. Okay, mal sehen. Wie? Hörst du das? Ja, schon wieder Geschieße. Shit, die Wichser haben uns eingeholt. Songbird? Hey, schlechte Neuigkeiten. Hansons Köter haben euch gefunden. Die sind gleich da. Wahrscheinlich wurdet ihr draußen gesehen. Macht euch bereit. Was jetzt? Ich habe eine Überraschung für unsere Gäste. Muss nur noch was anpassen. Vorsicht, Hinterhalt! Gleich geht's los. Bist du bereit? Hallo? Okay? Wir müssen die beschäftigen. Song hat einen Plan. Los, Unterstützung! Das wird in eine Lebe. Oh, da war der Kopf aber nur noch halb. Okay, konzentrieren. Ah, oh, ich hab nicht viel Schuss. Achtung, die wollen dich! Sollen sie es versuchen? Hier ist die Kacke am Dampfen, Songbird! Bin schon dabei, halte durch. Oh, da fliegt aber doch. Woher haben die solche Waffen? Oh. Macht ihn an! Das muss aber was Eis schmelzen. Fuck! Oh, ich bin da! Ich bin da! 70%? 90%? Ey, die Waffe ist doch ein Arsch. Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Und... Oh, Roboter steht auf. Scheiße, es bewegt sich. Ich hoffe, ich bin dran. Ein Roboter verdient. Oh, Ghost in the Shell. Und ich renn hier mit... Hier? Und die Luft ist rein. Ich bin der König der Welt! Was heißt, oh Gott? Die Chimera! Verliere! Raus! Songbird? Was ist passiert? Scheiße, was ist da los, wie? Weiß nicht, Song hat einen Anfall oder so. Bossgegner! Oh, Scheiße! Das Scheißteil dreht durch! Fuck, Somi! Pack endlich den Maulkorb aus! Ich wollte gerade sagen, als ob das hält. Auf die Beine! Lauf! Shit. Wieso renne ich nicht? Ah, geskriptet. Zum Aufzug, los! What the fuck? Willst du mich ver... Skriptete Szene und dann ballert das Ding mir irgendwelchen Schutt vor die Füße. Okay, ich renn hier einfach hinterher. Mal gucken, ob das reicht. Ich kann nicht sprinten. Ich kann nichts tun. Jetzt darf ich sprinten. Ducken. Holy moly. Jetzt komm schon. Komm
schon, komm schon, komm schon. Der Aufzug kommt. Bleib so lange Deckung. Verfickte Scheiße! Okay. Der Aufzug schon da? Aufzug! Und auf die Luke! Myers, rein hier! Also irgendjemand hat sich das Ding gehackt. War ja klar. Scheiße! Du willst es hart, kannst du haben. Gib mir dein Kern. Was jetzt? Ja, schade. Hättest du mal lieber in Beine investiert, anstatt in Gorilla-Arme? Fuck, nein, nein, nein! Oh, shit! Holy, holy, was passiert hier? Wie? Da ist er ja. Das war Action. Ohne Ende. Du stoppst mir heute nicht. Aua. Oh. Nein, wohl nicht. Okay, gut. Hab mir eine Rippe gebrochen. Hab mir eine Rippe gebrochen. Sonst nichts? Dann jammer nicht rum. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Muss ich ja wohl. Stirbst du Scheißding endlich mal! Der Sturz hat uns schwer beschädigt. Schrotte das Teil endlich! Schieß auf die ungeschützten Teile! Los, das ist unsere einzige Chance! Hey, was sind die ungeschützten Teile? Da! Ich brauche Deckung! Gott verdammt nochmal! Und kann nicht sprinten! Okay, die Waffe... Upsala! Die Gelenke sind ungeschützt! Achtung, Laser! Gucken! Bleib auf Abstand! Aua! Achtung, Trommelfeuer! Zerleg dich mit meinen Händen. Ja, wenn ich wegkomme und nicht hängen bleibe. Tod, shit! Kacke. Nicht darauf geachtet, ey. Das ist cool inszeniert, auf jeden Fall. Das ist mega inszeniert. Der Sturz hat es schwer beschädigt. Wir handeln nicht mit dem Feind. Wir zerstören ihn. Schieß auf die ungeschützten Teile. Los, das ist unsere einzige Chance. Verdammt nochmal.
ich bleib schon wieder hängen. Schild nicht nachgeladen. Schieß diese fliegende Toaster ab, los! Oh. Halte durch! Ah, ich brauch was mit mir Einschlag hier. Was ist das denn? Ist mehr? Kann ich nicht auf dich drauf? Lass dich nicht treffen! In Deckung! Positionen halten! Ich hab leider... Wo ist denn jetzt? Vorsicht! Wie geht's denn weiter? Okay, einfach drauf. Ich die Finger drin, Tommy. Verdammt! Hup, weg hier, weg hier! Ich krieg Giftschaden. Was machst du? Oh ja! Oh, na toll! Habe ich keine Schwachpunkte mehr. Lass dich nicht treffen! Ja, zu spät. Noch ein Geschütz? Erstmal hol ich Munition. Ja. Noch dich. Und das war's. Da ist noch eine.
nein. Ich kann nicht mal anvisieren. Ich kann nur aus der Hüfte schießen. Braucht Deckung. Genau dafür brauche ich die Deckung. Sicher, sicher. Brauche ich zwar eh nicht. Bei 225, okay. Komm schon, geh kaputt. Jetzt reicht's. Positionen! Du wirst sie nicht, beweg dich! Mit der Faust gehst du kaputt. Spring drauf und erledige es wie! Ja, das war der Plan. Das war der Plan. Der könnte explodieren! Egal. Und hier ist Johnny. Wie? Fang! Jag das Ding hoch! Na, oh, Zeiten vor! Lass den Pisse, Scheißbot! Wassersprung. Sehr gut. So ein verficktes Scheißteil. Kann ich looten? Okay, da gibt's noch massig Muni. Level up! Das war knapp. Oh ja. Aber gutes Teamwork. Und Glück. Scheiß viel Glück, Vee. Schnapp dir, was du brauchst, und dann weiter. Hier muss irgendwo ein Ausgang sein. Ist noch mehr Loot? Noch mehr Loot. Komm gleich. Dass er jedes Mal, als ob er kacken ist, wenn er die kleinste Kante bringt ihn zum Kacken. Reizdarmsymptom, nicht schön. Finde den Eingang in die Metro-Tunnel, also wahrscheinlich unter mir. Hier lang. Oh, was ist das? Ah, guck mal. Mach uff! Nova. Hoffentlich ist das keine Sackgasse. Songbird meinte, die Tunnel sollten uns bis zur Liz Crest Street führen. Schon was von ihr gehört? Nee, Totenstille. Immer noch. Komm schon. Fuck. Ich hab Gorilla-Arme, hallo. Da ist eine Luke. Wir könnten springen. Warte mal, wie. Wir müssen kurz nachdenken. Was ist los? Mir gefällt das nicht. Kannst du Somi noch mal erreichen? Okay, ich versuch's mal. Wie ein Songbird. Wir machen uns langsam Sorgen. Song, bist du noch da? Keine Antwort, hm? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Du bist ja wieder... Okay, sie ist rot. Ich hab dich mega vermisst, Johnny. Nicht sie hat ihn unterdrückt. Ganz so begeistert, Kleiner. Vielleicht brauchst du mich ja noch. Und? Hast du sie erreicht? Nichts. Keine Antwort. Scheiße. Was ist da passiert? Mit Somi, meine ich. Vielleicht wurde sie angehört, die Kontrolle über den Mech verloren. Ich weiß bloß, dass sie die Kontrolle über den Spider-Mech verloren hat. Und über sich selbst. Leichte Untertreibung. Sie hat gleichzeitig die Chimera kontrolliert, die Lage überwacht und mit dir kommuniziert. Trotzdem, irgendwie komisch. Naja, beim Netrunning läuft man immer Gefahr, verbrannt zu werden. Nein, unmöglich. Somi hatte in letzter Zeit schlechte Tage, vorübergehende Probleme. Aber sie ist sicher auf dem Weg zum selben Ort, an den sie uns auch geschickt hat. Das wäre zumindest vernünftig. Na klar, vernünftig. Das Vögelchen wird völlig verkatert sein, falls sie auftaucht.